Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Als ich hierher gefahren bin, Autobahn war gut, aber dann ging es doch in Schlangenlinien durch dieses wunderschöne Land. Und man hat sehr viel erzählt, das muss eine super Anlage sein. Die Pferde werden hier pferdegerecht behandelt, stehen hier in tollen Ställen. Und es ist einfach toll, hier zu sein. Als ich dann hierher gekommen bin, muss ich gestehen, das war mehr, als ich erwartet habe. So eine tolle Halle, doch pferdegerecht. Und ich kann also nur an dieser Stelle auch Danke sagen an Frau Jasper Kohl und an Herrn Dr. Kohl, die hier eine Anlage geschaffen haben, wie ich sie noch nicht gesehen habe. Ich habe viele Reitanlagen in Amerika gesehen, aber dieses hat alles getoppt. Dankeschön dafür, dass wir hier sein dürfen und aber auch jetzt tolle Pferde sehen. Wir haben einen wundervollen Vortrag von Frau Dr. Reininghaus gehört. Daran möchte ich eigentlich anschließen. Wenn wir mit unseren Pferden umgehen, so wie Frank Henning das schon mal gesagt hat, Pferde sind nicht dazu geboren, dass sie uns tragen, sondern Pferde sind Lauftiere. Und am Anfang möchte ich Sie fragen, ob Sie das wissen, wie viel Bewegung denn normalerweise ein Pferd hat, wenn es eine Tagesweide hat. Können Sie das? Wissen Sie das ungefähr? Das sind 3,5 Kilometer. Oder wenn ein Pferd 24 Stunden draußen ist, dann bewegt sich das Pferd 8,5 Kilometer in etwa. Sie wissen, wir haben ja sehr viele Statistiker, die wissen sowieso über alles Bescheid. Wissen Sie auch, wie viel Kilometer ein Pferd dann nun in einer Boxe macht und steht da 24 Stunden und wir Reiter holen das Pferd dann für eine Stunde in der Regel raus und arbeiten das Pferd. Arbeiten in Anführungsstriche, bewegen oder bewegen und die Pferde regen sich mehr auf und bekommen natürlich dann damit Probleme, wie wir das vorhin gehört haben. Also, findige Leute haben herausgefunden, dass ein Pferd etwa 570 Schritte macht in der Boxe. Davon 40% seitlich, davon 30% drehend, 20% nur in Vorwärts und 10% rückwärts. Dann wissen wir, dass wir die Pferde irgendwo eingesperrt haben, ohne ihnen ihren Bewegungsdrang Genüge zu tun. Hier sollten wir in erster Linie dran denken. Ein Pferd, wie es nun jetzt hier mit einer, wie wir hier mit einer vierjährigen Stute sehen, die wir erstmal so laut Ausbildungsskala auch arbeiten, reiten wollen. Arbeiten immer wieder in Anführungsstriche, sondern in erster Linie das junge Pferd bewegen wollen, um in eine richtige Richtung zu arbeiten, die wir dann hinterher sagen, das ist ein Dressurpferd, das ist ein Vielseitigkeitspferd, das ist ein Springpferd oder ein Westernpferd oder aber ein Freizeitpferd. Freizeitpferde bedürfen einer großen Pflege und der Umgang mit einem Freizeitpferd ist meistens dann in der Freizeit auch so, dass dieses Pferd Bewegung hat, aber nicht richtig durchgymnastiziert wird. Die Gymnastizierung eines Pferdes ist natürlich Voraussetzung für alle Reiterei. Ob das nun der Reiter ist, der in der A-Dressur startet oder ob das ein Reiter, der im Grand Prix startet. Alles haben nur ein Pferd, das sich auf seinem Bewegungsapparat bewegt. Sehnen, Muskeln, Knochen sind immer so gewesen, wie sie seit Jahrhunderten waren. Die haben sich nicht verändert, sind nicht stählern geworden. Und heute sind aber die Pferde durch die hervorragende Zucht einfach schöner, besser für den Reitsport geworden. Das sagt uns aber auch, dass wir uns genauso viel Zeit nehmen müssen, wie das die Leute, die früher bei der Kavallerie gedient haben, wo es eine jüngere Monte gibt, wo es eine ältere Monte gibt. Und da waren die Pferde also 2 Jahre unter dem Sattel, haben eigentlich noch nichts getan, anstatt sich nur zu bewegen, aber in die richtige Richtung, sich zu gymnastizieren, um muskulär und sehnmäßig zu stabilisieren, damit sie für jeglichen Gebrauch
zu der damaligen Zeit für die Kriegszwecke lange Strecken zurücklegen konnten und aber dabei gesund blieben. Immer ist das wieder eine Frage auch der Finanzen, wie ich mit einem Tier umgehe. Lasse ich mir viel Zeit und als vierjähriges Pferd anfange, dann habe ich erst schon mal einen Vorsprung. Vielleicht nicht den finanziellen. Aber wenn ich sehe, wie heute 2,5-jährige Hengste vorbereitet werden, schon unter dem Sattel gehen, dann kriegen sie auch noch Eisen drunter gekloppt und dann präsentieren sich da wie 5-, 6-, 7-, 8-jährige ausgebildete Pferde. Aber die Sehnen, der Knochenapparat, aber vor allen Dingen der Kopf des Pferdes ist gar nicht so weit. Oder 3-jährige junge Pferde, die dann auch Reitpferdeprüfung gehen müssen. 3-jährige Hengste, die dann hintereinander herlaufen müssen, werden dann gezügelt, um dann auch die richtige Richtung dann zu nehmen. Alles nicht gut fürs Pferd, vielleicht fürs Portemonnaie und vielleicht auch für das Ego des einzelnen Züchters. Dann werden auch heutzutage, so hat sich die Welt verändert, Springfohlen vorgestellt. Dann werden Dressurfohlen vorgestellt. Ich glaube, das ist letztlich nicht immer so der richtige Part für das Pferd schlechthin. Wir haben ja jetzt diese Studie, und weshalb ich so lange hier rede, ist einfach auch, damit ich dem Pferd Zeit und Raum gebe, sich hier an diese Atmosphäre zu gewöhnen. Dieses Pferd geht hier in der Anlage, aber hat natürlich eine andere Bande, vor allen Dingen nicht so viele nette Zuschauer, wie sie jetzt hier sind. Sie sehen wohl den Spiegel, also wenn Sie mal so in den Spiegel reingucken, dann sieht das ja aus, als wenn tausende Menschen hier sind. Aber die Pferde erkennen das auch als solches. Nicht, dass das nun jetzt Menschen sind, die sich widerspiegeln, sondern das sind wahrhaft dann da Menschen. Und so müssen wir ein Pferd sehen. Wir müssen, wenn wir mit einem Tier umgehen, die Sprache des Pferdes kennenlernen. Was will uns das Pferd sagen? Dieses Pferd, wenn Sie es beobachten, hat einfach nur Ängstlichkeit und will also mit dieser Atmosphäre klarkommen. So, und dann muss man einfach so dieses Pferd mal stehen lassen, das kennt es nicht, jetzt ist ein Spiegel und dann so viele Menschen da hinter dem Spiegel, hinter Glas, so sieht das Pferd das. Die Pferde sehen das etwas anders als wir. Lass sie mal einfach mal ein bisschen lang, das ist Hanna, und wenn sich das Pferd etwas beruhigt hat, dann wird sich Hanna selbst vorstellen. Die ist noch nicht lange unterm Sattel, diese Stute, und deswegen machen wir auch nicht Lektionen, die also praktisch schon einer A-Dressur oder einer L-Dressur entsprechend, sondern wir gehen mal auf die Ausbildungskala ein. Aber erst möchte ich Ihnen etwas über die funktionelle Anatomie erzählen, über das Equipment, das das Pferd an sich hat, das heißt Trense oder Sattel. So einfach mal stehen lassen. Die Ausbildungskala aus ihren Elementen, wie zum Beispiel Takt, Schwung, Losgelassenheit, Anlehnung, gerade gerichtet sein und Versammlung. Dem füge ich an erster Stelle immer das Vertrauen bei. Das Vertrauen in die Umgebung, das Vertrauen zum Reiter und das Vertrauen zum Equipment. Wenn wir Probleme mit einem Pferd bekommen, und oft haben wir die hat jeder Reiter, sollte er Ursachenforschung betreiben. Er sollte sich fragen, wieso versteht das Pferd mich nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht oder passt irgendetwas nicht? Und somit sind wir einfach mal bei der Trense. Ganz wichtig ist, die Beschaffenheit des Maules zu beobachten. Bleib ruhig mal einfach so stehen. Die Hanna wird sich jetzt einfach mal vorstellen, aus sich heraus. Oh je, hat sie gesagt, als ich ihr das angedroht habe. Bitte, Hanna. Ja, ich bin Hanna-Melina Rother, mache hier die Ausbildung zum Pferdewirt. Und ja, das ist eine 4-jährige Stute von Silvano aus einer, Mutter, ja. Genau. So, bitte bei diesem jungen Pferd noch nicht applaudieren. Sie haben gerade gesehen eine typische Haltung eines Pferdes. Das noch nicht, jetzt ist sie erstmal aufgeregt. Und dann bewegen wir und lassen einfach mal so ruhig. Jetzt muss sie die Umgebung erstmal kennenlernen. So, nicht zwingen, reite einfach rechts rum, wenn es nicht ist, oder stehen lassen. Einfach ruhig mal dem Pferd das nötige Vertrauen geben. Das Vertrauen zum Equipment. Also ich wollte eigentlich die Trense ein bisschen erklären. Das kann ich auch, wenn sie jetzt geht. Sie sehen den Kopf des Pferdes, der ist keilförmig.
Wenn Sie den Nasenriemen, dieses englische Reithalfter, mit dem untergelegten Kinnriemen sehen und das Pferd diese Trense, wie sie jetzt ist, verläuft der schmale Riemen die Backenstücke an beiden Seiten über das Genick, also das Genickstück. Und Sie wissen alle, heute lieben wir alle das Schöne. Und da werden also wirklich Strass mit Brillanten als Stirnband, sogar die Stiefel und aber auch die Trense als solches. Und dann hat man hinterher das Problem, dass diese feinen, weichen Riemen über das Genickstück gehen und dann dem Pferd den Druck aufs Genick geben. Ich mache den Sender zu. Ach so. Okay. Wir versuchen das. Das ist so das Ding der Technik, das habe ich nicht so. Okay. Jetzt muss ich das auch noch richtig anfassen. Okay. Wir haben oft genug das Problem, dass die Pferde sich dann eben nicht so wohlfühlen, wenn sie da sitzen und sagen keinen Ton. Deswegen möchte ich Sie so ein klein wenig auch in diese Unterhaltung mit einbinden. Das heißt, hinterher werden wir einfach mal fahren. Jetzt kommt eine Kamera, das hat das Pferd nie hier drin. Auch das sind so Dinge, die dann dem Pferd immer beigebracht werden muss. Also wir sind jetzt erstmal bei der Trense. Sie beobachten dann, wenn Sie ein Pferd neu bekommen, erstmal, wie ist das Maul beschaffen? Hat das Pferd ein flaches Zungenbett? Hat das Pferd eine ausgeprägte Gaumenpartie? Hat das Pferd die Zähne sehr, also der Oberkiefer, der weit ist und der Unterkiefer ist schmal ausgeprägt und die Zähne haben einen Überbiss und dadurch wird das Pferd bei jeder Kaubewegung das festgeschnallte Reithalfter dann mehr oder weniger doch als Druck empfinden, als punktuellen Druck und wird dort die Schleimhaut verletzen. Also, die Haken auf den Zähnen müssen immer wieder weggemacht werden, wenn vorhanden. Woraus entstehen die? Die Pferde bekommen immer ein weiches Futtermittel heute. Sie wissen, dass heute sehr viele Futtermittel angeboten werden, was früher nicht der Fall war. Da bekamen die Pferde ganzen Hafer. Beweg dich einfach fort und lass dir ruhig mal ein bisschen Zeit. So, lob dein Pferd mal ein bisschen, Hanna. So, wende ab. Abwenden, nach links abwenden. So, jetzt rechts rum. So, geh mal rechts rum. So, und lass mal wieder los. Und weg die Hände. Genau. Eine Pferde, wenn sie eingezwungen werden zwischen der Hand und dem Schenkel, haben natürlich ein Problem, weil sie den Raum nicht mehr verspüren und werden dann schnell. Sie spüren einen inneren Druck und die können nur diesem Druck entweichen, wenn sie die Flucht ergreifen. Wenn also zum Beispiel die Trense nicht richtig angepasst ist und das Reithalfter wird festgeschnallt und das Pferd macht eine Kaubewegung, drückt das nicht nur am Nasenrücken, so wende ab hier auf dem Zirkel, abwenden, so, einfach so und loben, sondern der Druck geht oben aufs Genick und das Genick hat eine ganz weiche und sensible Stelle. Wenn also dann der punktuelle Druck am Genick entsteht, wird das Pferd versuchen, dann wegzugehen, den Kopf hochzunehmen, um Adrenalin auszustoßen und nach vorne zu laufen. Das haben wir vorhin gesehen, als das Pferd hier stand, hat das Pferd den Hals hochgeschmissen und das ist ein Zeichen dafür, dass in diesem Moment der Adrenalinschub sehr extrem ist. Pferde auf der Wiese, wenn sie das sehen, regt sich auf, dann geht der Schweif hoch und der Hals aber umso höher und dann rennen sie weg. Das ist also das Zeichen, dass die Pferde sich fürchten und die Flucht nach vorne ergreifen. Das ist bei so einem Dressurpferd auch. Und wenn man dann das Problem hat, dass der punktuelle Druck überhand nimmt, dann werden die Reiter versuchen, diesem Phänomen entgegenzuwirken. Wenn es nicht einfach so mit der Hand geht, dann kommen Hilfszügel. Dann wird der Schlaufzügel zur Hilfe genommen, besonders beim jungen Pferd kann es dann zu großen Problemen führen, weil dann der Reiter mit einer feinen Hand aus der treibenden Arbeit nicht mehr regeln kann. Dann tritt die Mechanik ein. Die Mechanik ist aber da nicht mehr weich zu kontrollieren. Und das ist dann hinterher ein Fehler, wenn das Pferd in der weiteren Ausbildung immer wieder diese Hilfe benötigt. Also vorsichtig, wenn es um Schlaufzügel geht. Der George Jedroesco hat die Frage, ja, was haben Sie denn gegen Schlaufzügel gesagt? Ja, hat dann der Fragende gesagt, der Schlaufzügel gehört doch in die Hand eines Meisters. Der George Jedroesco hat gesagt, wenn er Meister ist, braucht er den nicht.
So einfach ist eigentlich die Geschichte. Und das kann schon ein Mordwerkzeug sein, wenn man da nicht sehr fein mit umgeht. Lieber dann ein Martingal benutzen, wo also jederzeit der Reiter mit der Hand vorgehen kann und dem Pferd die Freiheit im Genick geben kann. Also das einfach mal so ganz grob gesagt. Die Zähne sind meistens ein großes Problem. Wenn die nicht nachgeschaut werden, der seitliche Überbiss nicht weg von einem guten Zahnarzt weggemacht wird, kann es einfach stehen lassen, loben. Einfach so, genau. So ein bisschen tiefstellen, abwenden. Das ist immer dann furchterregend für ein Pferd. Lass mal los, lass mal die Hand weg. Wenn du merkst, dass das Pferd gut ist, einfach gut zu dir, lässt du einfach mal los. So. Und dann nimmst du ihn wieder zurück, führst ihn zurück und lässt ihn wieder los. Und wieder los. So, damit wir mal zum Schreiten kommen, gucken lassen. Abwenden, wenn du anreitest jetzt. So, abwenden. So, genau. Ja, wenn ich dem Pferd den Weg in die Tiefe geben will, dann muss ich auch einfach mal einstellen, aber loslassen. Ja, alles neu. Das Geheimnis des Annehmens liegt immer im Nachgeben. Das muss man wissen. Viele Reiter, die werden das auch festgestellt haben, ja, Kurve ruhig mal so ein bisschen rum, werden festgestellt haben, wenn sie reiten und es kommen Schwierigkeiten auf, sodass das Pferd sich woanders orientiert und nicht mehr bei ihnen ist, dann müssen sie versuchen, ein Pferd einzustellen, um wieder nach vorne zu gehen mit der Hand, damit das Pferd den Weg in die Tiefe sucht. Warum den Weg in die Tiefe? Viele behaupten ja, warum muss ich ein Pferd erstmal in die Tiefe reiten, wenn ich sowieso nachher in die Aufrichtung bringe? Der Weg in die Tiefe hängt absolut mit der Rückentätigkeit zusammen, mit dem Bewegungszentrum des Pferdes. Hinter dem Sattel haben Sie zum Beispiel vom Skelett aus gesehen Querfortsätze der Dornfortsätze der Wirbelsäule. Die laufen quer. Und wenn so einige Schlaue meinen, sie könnten mit einem Vorgurt, das wissen Sie alle, was ein Vorgurt ist, der wird vorgeschnallt, damit der Sattel nicht nach vorne rutscht. Dann wird der Vorgurt noch ein bisschen weiter nach hinten gelegt. Dann sieht es so aus, als wenn der Reiter das Pferd vor sich bekommt. Das sieht aber nur so aus, aber in Wirklichkeit wird der Sattel dann punktuell die Querfortsätze berühren. Und da ein Pferd nicht nur die Auf- und Abwärtsbewegung macht, sondern auch die schlangenartigen Bewegungen seitlich macht, wenn Sie das mal beobachten, gibt es da einen punktuellen Druck und das Pferd wird sich sofort verspannen. Wenn Sie dann sehr, sehr geschickt sind, dann können Sie das ausnutzen und das Pferd tritt einen halben Meter höher in der Vorhand, aber schleift die Hinterhand hinterher. Das Bewegungszentrum eines Pferdes wird förderlich gebildet in der Muskulatur, wenn der Hals vor dem Widerriss gesenkt ist. Dabei ist dann auch schon mal unerheblich, dass das Pferd auch mal hinter die Senkrechte kommt. Wenn es ständig hinter die Senkrechte kommt und das Genick eng wird, das heißt, der Unterhals und der Unterkiefer wird im Winkel spitz, dann haben Sie ein Problem, wenn Sie später mal Versammlung reiten wollen, dann wird das Bewegungszentrum des Rückens sich verspannen und Sie haben dann ein Bild eines Pferdes da, aber das also nicht tauglich aus der Hinterhand arbeitend ein Bild abgibt. Also das ist also eine sehr diffizile Geschichte, was auch oft auf den Turnieren von Richtern nicht erkannt wird. Geht ein Pferd wirklich über den Rücken, außerhin über den Rücken? Wenn ein Pferd das nicht macht, lässt es auch nicht sitzen, nimmt es den Reiter nicht mit. Das ist auch die Schwierigkeit, einem Reitschüler das zu vermitteln. Nicht das hinten treiben und das vorne festhalten bringt das, sondern dieses schnelle Loslassen, wenn das Pferd die Hinterhand wirklich in Richtung Schwerpunkt bringen muss. Wir werden das hinterher sehen. Ich muss Rücksicht auf dieses Pferd nehmen. Wenn wir jetzt anfangen würden zu arbeiten und nehmen nicht Zeit, dann würden wir dem Pferd nicht helfen, sondern das Pferd würde nervös werden und würde dann also Dinge machen, die wir dann so in dieser feinen Art nicht wieder wegrichten. So. Der Sattel, das ist selbstverständlich, dass der sitzen muss. Ein ordentlicher Sattel oder Sattler, da gibt es eine Menge, aber es gibt auch eine Menge Sättel. Und jeder Sattler hat sein eigenes Rezept. Aber der beste Sattel ist immer der, der wirklich auf dem Pferd liegt, nicht hinten wippt und vorne wippt und nicht vorne rutscht und nach hinten, sondern einfach nur auf dem Pferd sitzt. Einfach. Ich habe mal einen Sattel gewonnen auf einem Turnier, so einen ganz alten Windex-Sattel. Leider ist dieses alte Schätzchen schon fast verschlissen. Wenn der dreckig war, kam der in die Waschmaschine und dann
raus aufs Pferd, es war wunderbar, und wir reiten alle jungen Pferde mit diesem Sattel an. Dieser Sattel ist sehr leicht und ist sehr bequem. Ja, viele können ja gar nicht in diesem Sattel, der da ein bisschen flach ist, auch sitzen. Sie sind eingezwängt bei manchem Sattel, hinten hoch, vorne hoch, an der Seite auch noch pauschen. Und dann sitzen die dann wie so alte Militär-Boxsättel. Die haben das, wenn sie also da zig Kilometer oder Tage lang auf sitzen mussten, dann Stützen gehabt, überall. Ich halte das nicht für gut. Man muss sich bewegen können, der Bewegung des Pferdes anpassen. Das ist so sehr wichtig bei einer hohen Versammlung, wenn also der Schwerpunkt des Pferdes, der nun jetzt zu weit vorne liegt, eigentlich an die Vorhand heranreicht, zurückverlagert wird über die relative Aufrichtung. Und nicht über die absolute Aufrichtung, das wissen Sie alle, die über die Hand erzeugt wird. Dann sieht das zwar so aus, aber das Pferd trägt sich nicht. Die frühe zu frühe Aufrichtung ist immer schädlich, gerade bei jungen Pferden. Die sehen dann schon manchmal aus, wenn Sie dreijährige Pferde in der Prüfung sehen, dann sehen die aus wie 6 und 7. Irgendwann rächt sich das. Das haben wir vorhin im Vortrag von Frau Dr. Reininghaus gehört. Dann bekommen die Pferde Stress, der Kopf spielt nicht mehr mit, der Magen muss es ausbraten. Und das ist halt ein großes Problem. Und dann gibt es also wirklich dann nur mit großer Ruhe, Stressbewältigung, guter Arbeit eine Heilung, und die sehr, sehr lange. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt geht es etwas besser, Hanna, oder? Geht es dir gut? So. Das ist gut, wenn Reiter anfangen zu lächeln. Macht nichts. Wenn Reiter in die Prüfung reiten, dann machen sie manchmal so ein Nussknackergesicht. Das sollten sie nicht machen. Sie sollten lächeln, je schwieriger das wird, desto mehr sollten sie auch den Richter mal anstrahlen. Und das ist nicht von mir, das ist von Oberst Podaisky, der spanischen Hofreitschule, der gesagt hat, wenn es schwierig wird, muss man ein lächelndes Gesicht haben, so tun, als wenn es gut ist. Damit hat er natürlich auch gesagt, viele Richter sehen gar nicht, ob es dann gut oder schlecht war. Aber wenn das Lächeln da ist, dann kann es so verkehrt nicht gewesen sein. Nichts gegen die Arbeit von Richtern, Entschuldigung. So, jawohl. Jetzt, wir haben vorhin mal die Losgelassenheit im Schritt gesehen, das Pferd hat einen sehr guten Viertakt, darauf sollten wir achten. Das Pferd ist dann auch losgelassen im Grundsätzlichen, gerade wenn hier eine andere Atmosphäre ist. So mal abwenden und dann wendest du einfach hier auf diesen Spiegel zu und lässt ihn schreiten. Lass mal los. So. Die Losgelassenheit kommt immer, wenn man loslässt. Also dieses Pferd ist natürlich auch alles fixiert. Man kann auch eine Kleinigkeit einwirken, um das Pferd immer wieder abzulenken, abzuwenden, immer wieder abwenden. So, wende ab, bleib ruhig mal ein bisschen so, wende, bleib mal mit dem rechten Zügel etwas dran und loben. Dieses Loslassen und gleichzeitige Loben ist wichtig. So nach rechts, als wenn du abwendest, nach rechts, nicht nach links unbedingt. Ein Pferd sucht nicht die Gefahrenquelle, sondern läuft meistens von der Gefahrenquelle weg. Ganz einfach, logisch denken, nicht Hanna? So, also der Schritt ist sehr gut. Mit einem weiten Übertritt, denken Sie, das Pferd ist erst, wie viele Wochen ist das unter dem Sattel? 4 Monate. 4 Monate, und das ist sehr wenig. Sehr wenig. Das Pferd hat mit dem Gleichgewicht, mit dem eigenen Gleichgewicht ohne Reiter schon zu tun unterm Sattel. Dann kommt noch der Reiter dazu, und jeder Reiter hat auch nicht immer die Vollendung im Gleichgewicht. Die Balance zu finden für ein Gleichgewicht. Also Balance und Gleichgewicht ist nicht immer das Gleiche. Die Balance kann man schnell verlieren. Wenn Sie eine Balance-Stange haben und wollen dann auf einem Seil tanzen, dann müssen Sie dann auch rechts und links dirigieren, damit Sie nicht runterfallen. Wenn das aber schön im Lot ist, wie eine Waage, dann haben Sie das Gleichgewicht gefunden. Und dieses Gleichgewicht darf nicht wieder gestört werden durch reiterliche Einwirkung. Also da muss man aufpassen, und gerade beim jungen Pferd, da gehört immer ein erfahrener Ausbilder drauf. Und der junge Reiter oder die junge Reiterin braucht immer ein erfahrenes Pferd. Sonst geht das nicht gut. So ist gut, jawohl. Und dann muss man aber auch einfach immer wieder, Hanna, daran denken, dass man dem Pferd auch mal die Richtung nicht immer vorgibt, sondern erstmal auf die Richtung eingeht. Und wenn man ein junges Pferd antrabt, das machst du jetzt gleich mal, lass ruhig mal stehen.
So ist brav. Wenn Sie auf ein Pferd zugehen, sollten Sie immer wieder daran denken, dass Sie also nicht von vorne auf das Pferd zugehen. Wenn Sie schon mal auf das Pferd zugehen müssen von vorne, dann immer etwas abgewandt. Trotzdem hat man immer ein Pferd immer ein klein wenig im Blick. Sehr wichtig. Die Pferde wissen ganz genau und ganz schnell, was man von ihnen will. So. Und sofort hat das Pferd Vertrauen. Sehen Sie nicht? Es schreitet los. So ist brav. Gut. Dann trabst du mal gleich an. Wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, oder? Ich bitte Sie, wenn wir das hier beendet haben, nicht zu applaudieren. Das machen wir dann, wenn die Hanna fertig ist. So. So ist brav. So einfach ruhig dieses Abwenden. Erstmal auf das junge Pferd eingehen. Und wenn Sie das mal beobachten, wenn Sie ein Pferd laufen lassen, das junge Pferd in der Bahn laufen lassen, wird es immer außen gestellt durch die Ecken gehen. Ja, um nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen. So auch hier der schöne, schwungvolle Trab. Und da gehen wir immer wieder die Ausbildungsskala durch. Die Ausbildungsskala heißt Takt. Im Schritt hatten wir also einen sehr schönen Takt. Hier haben wir auch einen sehr guten Takt. Auch wenn das Pferd so ein bisschen guckig ist, lassen Sie es ruhig gucken. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen und sagen, so, jetzt machen wir aber einen unbedingt Gehorsam. Dann geht's los. Dann wird von hinten gedrückt, von hinten gepresst, vorne festgehalten. Schon haben wir eins gemacht. Wir haben Spannung hineingeritten, die auf den ersten Blick vielleicht schön aussieht, weil das Pferd dann anfängt zu strampeln. Das wollen wir aber nicht. Wir müssen dem Pferd in den ersten Jahren Zeit geben, um sich entwickeln zu können. Das heißt, dass das Bewegungszentrum eigentlich das Pferd trägt. So, sehr schön schwungvoll. Das junge Pferd ist ja noch nicht ausbalanciert, damit auch noch nicht gerade gerichtet. Jetzt müssen wir versuchen, dass wir über die Anlehnung, die wir auch erarbeiten müssen. Wir haben hier Takt, Schwung und wir haben auch in diesem Rahmen die Losgelassenheit. So weiter. Und jetzt müssen wir versuchen, die Anlehnung, so gut es eben geht, zu bekommen. Hanna, du machst das sehr gut. Prima. So, ruhig außen gestellt und dann aber an der nächsten langen Seite so vorsichtig nach innen stellen. Nicht zwanghaft, sondern das Pferd gibt sich die Stellung selbst. So weiter. So, lob sie mal. Gut. Das gefällt mir sehr gut. Stellen Sie sich vor, die würde das Pferd jetzt festhalten. Das Pferd würde den Rücken stramm machen und die Hinterhand nicht mehr in Richtung Schwerpunkt fußen lassen. Da gerade das junge Pferd. So, sehr gut. Alles und jede Ausbildung muss im gesteckten Rahmen, dass das Pferd, den Rahmen, den das Pferd vorgibt, erarbeitet werden. Das Pferd muss uns sagen, ich muss das und das arbeiten. Sehr gut, jawohl. Auch relativ gut ausbalanciert. Und wenn jetzt zum Beispiel bei ihr die gerade Richtung noch nicht da ist, dass das Hinterbein ein klein wenig nach innen kommt, nach links, versuchen wir langsam zu versuchen, ja, macht ja gar nichts, so ist brav, jawohl. So, genau. Sehr schön. Also mir gefällt der Raumgriff, mir gefällt dieses wunderbare Arbeiten, wie sie mit der Hand weich die Anlehnung erfüllt. Wenn jetzt nur einer von Ihnen aufstehen würde, dann wäre er weg. So, das darf man nicht machen. Bitte? Was wolltest du machen? Habe ich nicht verstanden. Du kannst ruhig lauter sprechen. So. Immer wechseln, so wie du möchtest. So. Jawohl. So ein bisschen einstellen. Du versuchst jetzt mal so ein bisschen nach rechts einzustellen. Musst nicht unbedingt den Weg jetzt mit dem jungen Pferd. Du kennst das Pferd sicherlich besser. Geh mal auf den Zirkel. Lass jetzt mal los und bleib mal mit der inneren Hand etwas dran. So, nicht mit der äußeren Hand dranbleiben. Das macht man normal, wenn ein Pferd jetzt sich weigert, irgendwo hinzugehen, dann bleibt man mit der äußeren Hand auch dran und stellt das Pferd entgegengesetzt der Stelle, wo es dann vorscheut. So ist ja gut. Weich die Hand dran lassen. Versuch, den Hals etwas einzuschließen. Das ist auch sehr wichtig, dass man den Hals des Pferdes etwas einschließt, damit es dort eine Führung. Anlehnung heißt nicht nur, dass man das mit der Hand erarbeitet, sondern Anlehnung heißt auch, wie bin ich mit dem Schenkel beim Pferd. Denn das Pferd soll ja den Schenkel auch
erlernen, wie er sich anfühlt, wenn er seitwärts treibt, wenn er vorwärts treibt. Alle diese Dinge sind in den Anfangsstadien sehr, sehr sorgfältig zu machen. Ja, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Wenn, so parier mal durch, gleich mal an der kurzen Seite, jetzt mal zum Schritt. So, parier mal langsam, so weich und los. Ja, genau, jawohl. Wenn jetzt das nächste Pferd reinkommt, denke ich mal, wird sie ein bisschen gucken, aber Gesellschaft haben, oder? So, aber hier sehen wir auch einen sehr guten Schritt, ist schon viel gelöster. Trotzdem, dass das Pferd ein wenig unaufmerksam auf die Hilfen der Reiterin war. Nochmal zu den Hilfen. Das junge Pferd muss lernen, auf Handeinwirkung rechts, links oder auch zu parieren, zurückzugehen. Die Parade, die halbe Parade, die gegeben wird, unter Einwirkung auch Kreuz und Schenkel, muss aber erlernt werden vom Pferd. Das heißt nicht, dass jemand sagt, die halbe Parade oder die Parade besteht darin, dass der Reiter Kreuz anspannt, die Schenkel gebraucht, um dann vorne gegenzuhalten. Nicht? Es ist immer so, dass das Pferd auch die annehmende Hand erlernt und den treibenden Schenkel auch erlernen muss, den seitwärts treibenden Schenkel, aber auch die Gewichtshilfen. Alles sind Dinge, die miteinander zusammen dann hinterher das Pferd als Ganzes darstellen, um es stark zu machen. So, jetzt versuchen wir gleich nochmal zu galoppieren. So. Kein Problem, ganz ruhig bleiben. So, sehr schön. Sie sehen auch hier, wenn ich mal zurückgreifen darf auf die Kavallerieschulen, da wurden ja die Pferde erstmals oder die jungen Remonten, wenn sie eingeritten wurden, mit erfahrenen Pferden an der Seite an diese ganze Arbeit herangeführt, allmählich. Das heißt, die wurden dann mit einem Führpferd erstmal ohne Sattel, ohne Reiter als Handpferd mitgenommen. Handpferd, wissen Sie alle, was das ist. Der Reiter sitzt mit einem Pferd und hat also an der Hand das andere Pferd. Sehr schön, der Galopp, jawohl. Jawohl, so ist gut. Weich bleibt man dran. So ist gut. Ein sehr schöner, räumender Galopp. Gut. Und für dieses junge Pferd kaum unter dem Sattel, also 4 Monate unter dem Sattel, schon sehr, sehr gut. So, jetzt wieder ruhig. Jetzt nicht mit Gewalt in den Galopp hineinbringen, sondern wieder zurückkommen und dann dieses ruhige Arbeiten aus dem Trab und von dort aus wieder in den Galopp zu bringen. Ja, warten, 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 warten. Warten ist meistens ein Zauberwort. Warten auf die Lektion, die wir dem Pferd vorgeben wollen, aber das Pferd muss es letztlich ausführen. So ruhig. Nicht? Durch diese Hektik und dieses Hektische in den Galopp ist er natürlich ein bisschen aufgeregter. Jawohl, sehr gut. So, jawohl, gut gemacht, Hanna. Das war's. Spitze. Sehr gut. Wenn jetzt die Stute ausfällt in den Trab, lässt du sie einfach in den Trab gehen. Wichtig ist die Anlehnung, die du hast. So, sehr gut. Ruhig, so. Vorsicht, langsam, langsam, sofort langsam. Jetzt versuchst du das mal auf der rechten Hand auch so zu machen. In die Bewegung des Pferdes. Das Pferd gibt uns die Ausbildung vor. Wir dürfen nie etwas unter Krafteinwirkung fordern. Wenn wir in die hohe Ausbildung gehen, wenn das Pferd weit ausgebildet ist, und man sieht oft Pferde, die dann das Höchstmaß an Versammlung erarbeiten müssen, zum Beispiel in der Piaffe. Viele Reiter unterstützen die Pferde dann in der Piaffe mit Gerte und Sporen und klatschen immer drauf rum. Dann wird die Piaffe sterben. Die machen das unter Druck, das geht nicht. Die müssen freiwillig erarbeitet werden. Sehr gut so. Jawohl. Ja, gut, machst du das vorsichtig. Gut, gar kein Problem. Die Mahana macht einen ganz entscheidenden, guten Schritt mit dem Pferd, und zwar ihre Hand. Das gefällt mir sehr gut, dass sie jetzt in die Bewegung des Pferdes vorsichtig wieder eingeht, aber niemals, auch wenn das Pferd nervös ist, mit der Hand stört. Ideal ist wirklich die Handeinwirkung jetzt hier bei ihr, weich die Hand am Pferdemaul und weich dieses Ganze, um das Pferd einzuschließen, noch das junge Pferd einzuschließen mit dem Weich
an das Pferd herangegebenen Schenkel und in die Bewegung. So ist gut. Mach den Reit gar nicht dahin. Reite einfach seitwärts. So, ganz locker. Nicht sofort abwenden, ganz genau. So, gehst du linke Hand. Jawohl. Mit dem Pferd sollte man eigentlich noch nicht dieses Halten und Rückwärtsrichten, Vorhandswende, das sollte man dann an ruhigen Tagen machen, an einer Seite, wo man dann mal einfach zum Halten kommt. So, der nächste Schritt wäre mal einmal auszusitzen. Ruhig, sitz mal aus. Auch das geht ganz prima. Manche Pferde mögen das mehr, wenn der Reiter sich hinsetzt, einfach so. Es gibt auch namhafte Ausbilder, die verzichten ganz auf das Leichttraben. Und die sagen, von Anfang an musst du dann draufsitzen und dass das Pferd von Anfang an diese ruhige Bewegung mit ausschwingen kann. Sie sehen dieses ruhige Schwingen. Lass mal einfach die Hand vor, jetzt die Hand vor, beide Hände vor. Mal sehen, wo sie hinzeigt. Um dem Pferd den Weg in die Tiefe zu zeigen, stellst du das ein bisschen ein und gibst die Hand einfach vor. So, so, lass mal los. So, weg die Zügel, nochmal Wecker. So, genau, und wieder weich dran. Nicht seitlich führen, den Hals etwas einschließen, go. Jawohl, macht nichts. So, und dann, da wo sie ruhig ist, bummelst du zum Schritt. Okay, so. Da ist die Studie schon ziemlich zufrieden. Dieses ganze Arbeiten mit ihr während dieser Zeit könnten wir natürlich zunichte machen, wenn Sie es gut meinen und würden applaudieren. Dann ist Schluss. Also, nichts machen. Bei dir auch, oder was? Okay, so. Jawohl. Also, als Resümee, als Abschluss einer solchen Ausbildungseinheit muss man dann immer erkennen, was fehlt mir fürs nächste Mal. Was das Pferd gut gemacht hat, ist diese Dehnungsarbeit, auch wenn es nicht da immer hingegangen ist, wo die Hanna eigentlich wollte. Damit fange ich wieder an in der nächsten Stunde. Diese Losgelassenheit muss an erster Stelle stehen. Das heißt, vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen. Pferde auch mit Unwillen Dingen machen, das heißt Vertrauen geben, auch Gegenstände sich anschauen lassen, so dass das Pferd sich dann loslässt. Die drei Grundgangarten sind sehr gut, muss ich sagen. An dieser Stelle gibt es Richter unter Ihnen. Wie würden Sie denn das bewerten mit dem Schritt, Trab und Galopp, jetzt, wenn Sie sagen würden? Ist gut, wie Sie sagen, was Falsches. Ja, Schritt, Wertnote, Schritt. Wie viel? Ja, super. Trab? Ja, und Galopp? Super, Bundeschampionat sowieso. Leider ist das immer so, wenn man dann eine Prüfung reitet, kriegt man die Noten nicht. Auch schon mal erfahren? Dankeschön. Genau, ich hätte es auch so gemacht. Ja? Also diese Grundgangarten sind hervorragend und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Pferd bei weiterer Ausbildung seinen Weg machen wird. Es hat genug Nerv, es hat genug Kopf, dieses mitzuarbeiten. Wir dürfen einfach uns mal bedanken. Hanna, jetzt hinterher kriegst du den Applaus, nicht jetzt. Sonst bringen wir die Doro in Wohnungsnot und das kriegen wir nicht wieder hin. Okay, danke. Bis gleich.